Innerhalb weniger Tage sind die Sportfreunde Siegen zweimal zu Gast in Köln. Letzte Woche noch bei Viktoria Köln, wo sie einen sensationellen 5:2-Sieg einfuhren. Heute wartet mit Fortuna Köln der Tabellenzweite und damit ein völlig anderes Kaliber in dieser Regionalliga. Sie sind die einzigen Verfolger, die im Moment Sportfreunde Lotte auf Tabellenplatz 1 da vielleicht noch gefährlich werden könnten. Aber die Sportfreunde Siegen, sie kommen mit breiter Brust hier ins Kölner Südstadion mit einem starken Spiel bei Viktoria Köln im Rücken und den starken Auftritten auch gegen Wiedenbrück und Velbert. Heute waren aber die Gastgeber hier ganz klar spielbestimmt und da hatten sie auch schon ihre erste Möglichkeit durch Ozan Yilmaz mit der Nummer 19 bei Fortuna Köln. Richard Weber hatte alle Mühe, seinen Gegenspieler in Schach zu halten. Dann die Sportfreunde Siegen mit einer ersten kleinen Chance. René Lebioan und er zieht mal ab aus der zweiten Reihe. Aber André Poggenborg, der muss gar nicht eingreifen im Tor von Fortuna Köln. Leon Binder hat hier Mühe und Not, Kialka hinterherzukommen. Und dann hakt er zum Schluss nochmal ein. Und der Unparteiische kann gar nicht anders. Sascha Stegmann zeigt auf den Elfmeterpunkt. Und das ist eine Sache für den Kapitän, für Lukas Notbeck. Und er versenkt das Ding zum 1:0 für Fortuna Köln nach einer guten Viertelstunde. Also die Gastgeber hier in Front. Und man muss fairerweise sagen, das absolut verdient. Wenn auch schade, dass es dann durch diesen Elfmeter zustande kommt. Trotzdem, die Sportfreunde Siegen, sie wollten hier mitspielen. Julian Jakobs mit einer Flanke zu René Lebioan, der kommt aber nicht mehr hinter den Ball, kann dadurch den Ball nicht mehr aufs Tor bringen. Dann durften auch endlich die Fans, die Hardcore-Fans der Sportfreunde Siegen ins Kölner Südstadion und jetzt konnten sie sich da auch ein Duell mit den Kölner Fans liefern. Die hatten aber mehr zu singen, denn hier klingelt's im Kasten. 2:0 führt jetzt hier Fortuna Köln. Michael Lejan war das, der da traf zur 2:0-Führung für Fortuna Köln und damit jetzt schon ein kleines Polster für die Hausherren hier im Kölner Südstadion. Der Ballkorb wird gut in die Mitte gespielt, Richard Weber nicht dicht genug am Mann und Rafael Kotscher hat da keine Möglichkeit mehr einzugreifen und diesen Treffer zu verhindern. Und die Kölner, sie machten munter weiter. Eckball in der 35. Spielminute. Der Ball kommt vor Siegener Kasten, dann wird er verlängert und am zweiten Pfosten wartet da der Kapitän, wartet da Lukas Notbeck, aber der Ball, er zappelt nur im Außennetz. Letzte Möglichkeit gehörte auch den Gastgebern in der ersten Hälfte und da musste Rafael Kotscher gleich zweimal parieren, bevor die Sportfreunde Siegen dann klären konnten. Redebedarf gab es vor der Halbzeit, in der Halbzeit und auch nach der Halbzeitpause. Hier stimmte so einiges heute nicht bei den Sportfreunden Siegen. Oder waren die Kölner wirklich so stark? Daniel Grebe, eingewechselt nach der Halbzeitpause, bringt diese Ecke hier rein. Und René Lebioan hat per Kopf die Möglichkeit, den Anschlusstreffer zu erzielen. Nur eine Minute später dieses Foul an Alexander Hettich. Innerhalb des 16ers von Fortuna Köln bedeutet, Stegmann zeigt wieder auf den gleichen Punkt, Elfmeter aber diesmal für die Sportfreunde Siegen. Das Tackling begann zwar schon vor dem 16er, aber das eigentliche Foul dann doch im Strafraum von Fortuna Köln. Daniel Grebe hat sich den Ball zurechtgelegt und versenkt. Anschlusstreffer für die Sportfreunde Siegen früh in dieser zweiten Hälfte und vielleicht geht ja doch noch was hier im Kölner Südstadion. Die Sportfreunde Siegen auf jeden Fall jetzt hier im Aufwind. Aber Köln wollte natürlich möglichst schnell hier den 2-Tore-Vorsprung wiederherstellen. Hier scheitern sie aber an Rafael Kotscher. Die Sportfreunde Siegen, sie hatten ihre Möglichkeiten, jetzt hier vielleicht sogar zum Ausgleich zu kommen. Julian Jakobs legt auf für André D. Aber dem rutscht der Ball da etwas über den Fuß. Dadurch nicht platziert, dieser Schuss vom Mann mit der Nummer 18 bei den Sportfreunden Siegen.
die Kölner jetzt wieder über die rechte Seite und wieder ertönt der Pfiff. Leon Binder hatte da Kjalka zu Boden gebracht. Gleiches Duell wie beim ersten Elfmeter und es gibt hier erneut Strafstoß für Fortuna Köln. Also die können jetzt hier den Deckel drauf machen. Der Gefaulte selbst tritt an und trifft zum 3:1. Jetzt war der Drops hier gelutscht. Im Kölner Südstadion, die Sportfreunde Siegen konnten heute nichts mitnehmen aus der Domstadt Richtung Siegerland. Aber die Sportfreunde hatten durchaus ihre Möglichkeit, hier vielleicht nochmal ranzukommen. Sie steckten nicht auf und spielten munter weiter. Und André D., er hat hier die nächste Möglichkeit mit einem Schuss aus der zweiten Reihe. Versuchte da André Pogenborg zu prüfen, aber der muss nicht mehr eingreifen. Hat am heutigen Abend sowieso recht wenig zu tun, wenn es auch jetzt in der folgenden Szene knapp wird. Da hätte er nichts mehr machen können bei diesem Schuss von André D. Der Ball drudelt da neben das Kölner Gehäuse und er ärgert sich da natürlich. Er hätte hier den erneuten Anschlusstreffer erzielen können. Dann Pospisil im Spiel. Viele kennen ihn vielleicht noch von seiner Siegener Zeit. Er ist beteiligt am Spielaufbau zum nächsten Treffer. Köln erhöht hier auf 4:1. Der Kapitän macht es selbst, Lukas Nordbeck. Und Fortuna Köln unterstreicht hier nochmal die Ambitionen, vielleicht doch noch aufzusteigen in dieser Saison. Sie sind jetzt 3 Punkte hinter den Sportfreunden aus Lotte. Und vielleicht wird es ja doch noch was mit dem ersten Tabellenplatz für die Kölner. Serkan Dahlmann versucht es dann nochmal aus der dritten Reihe, die Sportfreunde hier irgendwie ranzubringen. Es hat nicht sollen sein. Die Sportfreunde verlieren mit 4:1 und wir hören jetzt noch die Stimmen zum heutigen Spiel. Also Serkan, am Freitag noch groß aufgetrumpft bei der Viktoria. Was lief heute so falsch bei der Fortuna? Ja, ich denke, dass wir die erste Viertelstunde einfach nicht griffig genug waren. Und der Gegner war einfach richtig heiß und hat sehr viel Druck gemacht, hat uns das Leben schwer gemacht und damit sind wir in der ersten Viertelstunde gar nicht klargekommen. Und daher kommen auch die 2 Tore zustande. Und ich denke, dass wir das dann bis zur Halbzeit dann gut verwaltet haben, also dass wir dann nicht das dritte kriegen, haben wir gut gemacht. Haben uns dann in der Pause sehr viel vorgenommen. Ich denke, wir sind auch gut wiedergekommen. Auch durch den Elfmeter, den der Daniel Grebe dann verwandelt. Und da sieht man auch beim Gegner, dass da noch mehr geht. Ich dachte dann wirklich, dass wir noch einen Punkt mindestens hier mitnehmen. Ja, und dann stellen wir uns doof an, kriegen den zweiten Elfer gegen uns. Ja, und das war, denke ich, der Knackpunkt im Spiel. Und danach war es halt einfach für uns schwierig, weil sie dann den Ball hintenher laufen lassen haben und wir mussten halt hinterher rennen, wir mussten halt sehr viel arbeiten und das war dann halt für uns sehr, sehr schwierig. War die Fortuna vielleicht der taktisch erwartet starke Gegner? Was heißt taktisch erwartet starke Gegner? Der Gegner hat einfach mit langen Bällen, das war ja wie ein Ping-Pong-Spiel, die erste Viertelstunde, das war ja kein Fußball. Die haben ja nur lang geschlagen, egal wo der Ball war und das war halt für uns schwierig, weil die echt richtig gute Kopfballspieler vorne haben und dann auch für die zweiten Bälle sehr, sehr stark waren und damit sind wir die erste Viertelstunde gar nicht klargekommen. Das war für uns schwierig. Serkan, jede Serie reißt mal, ihr habt euch nicht hängen lassen. Das ist im Fußball normal. Mal gewinnt mal, mal verliert man ein Spiel, aber das steckt uns nicht weg. Wir werden jetzt am Samstag wieder das neue Spiel angehen und werden dann wieder einen Sieg anpeilen, das ist ja ganz klar. Serkan, wir wünschen dir bis dahin eine schöne Woche und sehen uns dann am Samstag. Also Lebe, 4:1 verloren. Jede Serie reißt mal, deine Stimmen zum Spiel jetzt erstmal so. Aufgrund der ersten Halbzeit, denke ich mal, wo wir ein bisschen verschlafen haben, wo wir 2-0 zurückliegen. Und wenn du halt auch den gesamten Spielverlauf siehst, auch in der zweiten Halbzeit kommen wir halt nochmal gut wieder. Aber denke ich, haben die das Ding hier verdient gewonnen und muss man noch neidlos anerkennen. Aber ich fand jetzt nicht, dass wir von der Spielkultur ja besser waren als wir. Nein, die waren präsenter gewesen. Wir wären fast noch belohnt worden, kriegen den Elfmeter, haben auch noch hier oder da die eine oder andere Chance. Aber heute hat es nicht sein sollen. Letztendlich Mund abputzen und geht weiter. Ne? Ihr seid mit viel Mumm aus der Halbzeit gekommen. Man hatte den Eindruck, die Partie könnte vielleicht nochmal kippen. War der Elfer für Fortuna zum 3:1 vielleicht der Knackpunkt dann, der endgültige? Ja, würde ich jetzt auch sagen. Ja, wir sind richtig gut wiedergekommen, wie du gerade angesprochen hast. Ich sag mal, wir waren dem 2:2 näher als die dem 3:1. Ja, letztendlich kriegen die dann den Elfmeter, wo ich auch sage, von war einer gewesen. Aber meine Güte, das ist jetzt passiert, kannst du eh nicht mehr rückgängig machen. Jetzt werden Wunden gelegt und Samstag geht es gegen Duisburg weiter. Genau, du sagst es schon, am Samstag gegen Duisburg 2. Deine Erwartung an das Spiel?
grundsätzlich will ich jedes Spiel gewinnen. Wir wollen jedes Spiel gewinnen, um die Mannschaft jetzt auch nochmal hervorzuheben. Heute hat es halt nicht sein sollen, aber meine Güte. Wie gesagt, Samstag geht's weiter. Ich erhoffe mir einen Dreier, wovon ich auch ausgehe. Und ja, ich bin zuversichtlich auch, was das angeht. Also die Mannschaft hat Charakter. Ich meine, das haben wir auch gegen Viktoria Köln bewiesen. Trainer hat es auch angesprochen, hier um die goldene Ananas, hast du nicht gesehen, nicht Lizenzbeantragung. Nein, ist nicht so. Wir haben super Charakter, wir haben eine bärenstarke Truppe, super Typen drin und wir haben Spiel für Spiel Spaß und ja. Samstag geht's weiter. Okay, lieber, du sprichst es an, am Samstag geht's weiter. Bis dahin, schöne Restwoche und wir sehen uns dann im Leimer Stadion. Also André, der 4:1 leider verloren bei der Fortuna. Jede Serie reißt mal. Wie hast du das Spiel insgesamt gesehen? Ich würde schon sagen, das Spiel, also dass wir verdient verloren haben. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir nicht zu unserem Spiel gefunden und haben versucht, dann in der zweiten Halbzeit nochmal alles in die Waagschale zu werfen. Hat am Anfang auch geklappt. Aber ich sag, wir haben trotzdem verdient verloren. Ihr seid mit viel Elan aus der Halbzeit gekommen, macht zu Recht vielleicht auch den Anschlusstreffer und kriegt dann den Elfer im Gegenzug. War das vielleicht so der Knackpunkt, der die Niederlage heute nagelfest gemacht hat? Ja, wir haben versucht, alles nach vorne zu werfen und dann ist natürlich klar, dass hinten Räume entstehen und dass dann wieder so ein Foulspiel entsteht und dann wieder so ein Elfmeter. Ja, und dann war das schon, glaube ich, der Knackpunkt, dass wir dann verloren haben. Wie siehst du die Fortuna heute als Gegner? War das vielleicht eine Mannschaft, die ein bisschen erfahrener noch war als ihr? Ja, ich würde sagen, die haben ja schon ein paar ältere Spieler wie wir, ne? Und auch physisch sind sie ganz schön stark. Körperbetont spielen sie. Versuchen mit viel langen Bällen zu agieren, das haben wir nicht ganz geschafft zu verhindern. Und ich denke, deswegen ist dann auch die Niederlage entstanden. Okay, André, am Samstag geht's gegen deinen alten Arbeitgeber. Wie optimistisch bist du, dass vielleicht dann nochmal ein Dreier für die Sportfreunde rausspringt? Tja, ich denke, wenn wir alle Normalform haben, dann wird das schon klappen, denke ich mal. Ja. Duisburg wird alles nochmal rauskitzeln, weil es geht für die um Klassenerhalt. Ich glaube, das ist die letzte Chance für die. Und wir müssen dagegen halten und versuchen dann zu gewinnen. Okay, André, schöne Restwoche bis Samstag und lass den Kopf nicht hängen. Genau, wie ich irgendwann im Sommer den gleichen Gegner gespielt habe und nachher in der Pressekonferenz besessen habe und habe gesagt, unabhängig von der Qualität, die damals Siegen auf den Platz gebracht hat, hat meine Mannschaft damals nicht genug investiert. Und heute kann ich, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, dass meine Truppe alles rausgehauen hat, was möglich ist. Wir haben uns vor dem Spiel sehr, sehr eingehend darüber unterhalten, was wir auf den Platz bringen müssen, um diese konterstarke Mannschaft letztendlich zu stellen und zu dominieren. Und das hat die Mannschaft hervorragend umgesetzt. Ich habe mich heute entschieden, ganz bewusst mit zwei Spitzen zu spielen, um nach Möglichkeit eben auf drei Linien sehr, sehr eng verteidigen zu können. Wir haben, wenn man das überhaupt in diesen englischen Wochen machen kann, aber vorgestern in der etwas längeren Trainingseinheit eben sehr, sehr stark Wert darauf gelegt, dass nach Möglichkeit der erste, zweite Ball, den wir erobern, direkt in die Spitze gespielt wird. Deswegen zwei Spitzen, weil mir klar war, dass Siegen mit diesem aggressiven Pressing im Zentrum und mit diesem schnellen Umschaltspiel eben dann gefährlich werden kann, wenn sie ohne Druck aus dem Mittelfeld heraus ihre überfallartigen Konter spielen können. Das wollte ich umgehen. Insofern hatte ich schon enormen Respekt vor dieser Mannschaft. Ich wusste nicht, dass die Siegner hier mit dem entsprechenden Selbstvertrauen antreten. Ich habe der Gruppe gesagt, es darf uns nicht passieren, dass wir heute irgendwo in Räumen 70 Meter Fußball spielen, sondern es muss permanent geschlossen werden. Denn man hat, will nicht den Namen des Gegners nennen, hat man sicher am vergangenen Freitag gesehen, was passiert, wenn eine Mannschaft glaubt, sie kann irgendwo auf Distanz gegen Siegen spielen. Das funktioniert nicht. Insofern hat das die Mannschaft heute wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Wir haben von Anfang an, denke ich, eine relativ hohe Schlagzahl an den Tag gelegt. Beide Stürmer haben gut gearbeitet. Wir haben es auch geschafft, im Zentrum nicht in Unterzahl zu geraten. Das ist vielleicht so ein Problem im 4-4-2. Aber das ist uns eigentlich nie passiert, weil die beiden außen gut eingeschoben haben. Und dann kommt natürlich das hinzu, was man an so einem Tag einfach braucht. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt natürlich Tore gemacht. Und mit der 2-0-Führung in der Halbzeit war ich mir eigentlich relativ sicher, dass wir dieses Spiel relativ dominant und sauber über die Bühne bringen können. Ich wurde eines Besseren belehrt. Es hat im Grunde damit angefangen, dass wir den ersten Einwurf in der 46. direkt ins Auswerfen. Dadurch hat der Gegner Ballbesitz. Man hat ja sehr deutlich gemerkt, was die wollten. Haben den ersten Ball sofort tief in unsere Hälfte geschlagen, um erstmal aus einer Einwurfsituation eine Pressing-Situation zu haben. Ihr Kollege gefallen, geben ihm direkt Ballbesitz. Danach kommt der Freistoß, wo Leo einen Flugkopfball ansetzt und was aber dann für Siegen gewertet wird. Und so hast du auf einmal eine Situation, wo du mehrfach wahnsinnig weit in deiner eigenen Hälfte verteidigen musst. Dann hast du gesehen, dass wir geglaubt haben, dass sich manche Situationen von selbst bereinigen. Und folgerichtig haben wir dann den Anschlusstreffer kassieren müssen. Und da waren wir dann nicht so wohl zumut, sage ich ganz klar, weil solche Situationen haben wir schon häufiger erlebt, dass wir aus einer eigentlichen Überlegenheit heraus dann ins Hintertreffen geraten und auf einmal weniger tun.
Insofern war es natürlich ein Segen, dass der Timo Bjalka in der Situation dann den Elfmeter rausgeholt und selbst verwandelt hat. Mit dem 2-Tore-Vorsprung, glaube ich, waren wir dann irgendwo wieder ein bisschen sicherer. Am Ende muss ich sagen, großes Kompliment an die Gruppe, dass eine ganz gute Mischung gefunden hat aus schnellem, überfallartigem Spiel, die Spitze, aber gegen Ende auch sehr, sehr ruhigen Ballzirkulationsphasen, wo mit Sicherheit dann auch die Gegner ganz gut kontrolliert haben und nicht mehr so Gefahr gelaufen sind, in Konter reinzulaufen. Am Ende ist man natürlich als Trainer froh, wenn man ein solches Spiel gewinnt und wenn man das auch noch in einer Art und Weise tut, die vor allen Dingen ergebnistechnisch eben recht souverän ist. Hat der Mannschaft vor dem Spiel so als letzte Worte mit auf den Weg gegeben, dass ich schon davon überzeugt bin, dass meine Mannschaft mit Druck sehr, sehr gut umgehen kann. Wir hatten ja jetzt ein paar Spiele in der Hinterhand, die du logischerweise aber erstmal gewinnen musst. Ja, du kannst in der Situation ja auch wunderschön rechnen und sagen, du hast 2 Spiele weniger als die Nummer 1. Wenn du die gewinnst, bist du dran. Du musst diese Punkte aber erstmal holen, die Lotte bereits geholt hat. Jetzt haben wir diese Lücke ein Stück weit geschlossen. Und da hat die Mannschaft schon gezeigt, dass sie mit der Situation sehr, sehr gut umgehen kann, dass sie mit englischen Wochen sehr gut umgehen kann. Das war mir sowieso klar, weil wir in der Breite einfach sehr, sehr gut aufgestellt sind und weil die Jungs einfach auch gut arbeiten. Das muss man ganz klar sagen. Ja, egal, wen ich derzeit reinwerfe, er funktioniert, er nimmt die Geschichte an. Und ich muss so ein Beispiel nennen darf, Erik Schaaf, natürlich hat er das gesehen, natürlich jubelt er nicht, wenn er irgendwo in der 85. eingewechselt wird oder 80. Aber was er dann auf dem Platz macht, hat Hand und Fuß, hilft der Mannschaft und so muss es in dieser Phase sein. Jetzt haben wir eine kurze Erholungsphase bis Leverkusen, aber ich muss ehrlich sagen, derzeit macht es sehr, sehr viel Spaß, diese Truppe zu trainieren, weil sie Dinge umsetzt, weil sie Dinge annimmt und deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir durchaus optimistisch ins letzte Drittel der Saison gehen. Michael, heute gegen starken Gegner innerhalb weniger Tage 2-mal in Köln. Aber ich denke mal, der Gegner hat heute gezeigt, dass er zu Recht jetzt nur noch 3 Punkte hinter Lotte steht, oder? Ja, die haben Angriffspressing vorne gespielt. Wir haben ja erste Halbzeit ohne Vorwurf an meine Mannschaft, aber sie haben uns halt unter Druck gesetzt. Wir hatten nicht die Räume. Vielleicht hatten wir auch vom Kopf her dann nicht die Frische, in dem engen Raum das zu lösen. Und von daher lagen wir 2-0 zurück. Erste Halbzeit völlig zu Recht. Und ich glaube, man konnte so nicht lange, aber 10 Minuten nach dem Anschlusstreffer konnte man sehen, dass wir versucht haben. Es war aber heute einfach nicht möglich. Der Gegner war stärker als wir, war zu stark und darum geht das Ergebnis auch in der Höhe in Ordnung. Eure Spezialität ist ja auch immer, über die schnellen Außen zu kommen, über Jule, André D. Da hatte man heute so von oben, zumindest sah es aus, als ob Köln versucht, gerade die auszuschalten. Ist dann das Siegen der Spiel vielleicht nicht lahmgelegt, aber fehlt dann vielleicht so ein bisschen noch an Alternativen? Du, ich habe ja das Ding von André Day gesehen, glaube ich, direkt vor dem 3-1 Elfmeter, wo er übers Tor schießt. Nach dem 3-1 hat André noch eine Situation, wo wir auch zum Torerfolg kommen können. Und dann einmal setzt sich Jule durch, da war aber keiner im Zentrum, weil keiner nachgekommen ist. Das ist, was ich euch aber auch nach Siegen immer wieder sage, das ist einfach der Preis, den wir bezahlen für die Jungs, dass sie so jung sind und lernen. Ne? André hat es nicht extra gemacht, den Ball da nicht im Tor zu versenken. Jetzt können wir über Sven sprechen, hätte wenn und aber, der hätte ihn vielleicht reingemacht, dann sieht das Spiel ganz anders aus. Sven ist aber nicht mehr da, sondern wir spielen es mit André und darum muss man ihm den einen oder anderen Fehlschuss auch gönnen, ist jetzt falsch, aber einfach zugestehen und sagen, beim nächsten Mal mach's anders. Das werden wir schon besprechen und dann wird André Day auch wieder treffen. Jetzt geht es am kommenden Wochenende gegen die kleinen Zebras aus Duisburg, die auch immer eigentlich, zumindest in der letzten Saison, haben sich sehr gut im Leimbach-Stadion präsentiert. Mit was rechnest du? Natürlich mit einem starken Gegner, aber gibt es da was zu holen? Ja, muss. Ne? Wie gesagt, heute war es nicht gut, davor die 3 Spiele... Ja, haben wir 9 Punkte maximale Ausbeute geholt. Das ist dieselbe Mannschaft, die halt die ganzen 55 Punkte geholt hat. Darum wird es auch jetzt nicht so hart ins Gericht gehen. Das muss man auch mal dann akzeptieren, wenn man verloren hat. Nur Samstag möchte ich einfach die Räume eng sehen. Ich möchte, dass wir den Zebras da den Schneid abkaufen und dass wir das Spiel positiv, sprich gewinnen im eigenen Stadion, um dann das jetzt hier vergessen zu machen. 55 Punkte habt ihr, 50 plus X war die Aussage vor der Saison. Danach wollte man neue Ziele stecken. Du hast gerade eben mal vielleicht von Platz 3 gesprochen. Ja, na klar. Wir haben noch 2 Nachholspiele. Wir müssen natürlich das Wochenendspiel, ich weiß nicht gegen wen, Essen spielt, glaube ich, gegen Viktoria. Richtig. Perfekt. Schalke weiß ich nicht, gegen wen die spielen.
So, spielen die gegen Verl, dass wir da was holen gegen Duisburg. Die stehen unten, werden wir mit Sicherheit der Favorit sein. Und dann gucken wir, kommt, glaube ich, Krei als nächstes, dass wir dann unser Bonusspiel wieder draufsetzen und dann wären wir ja an denen vorbei. Aber erstmal machen wir Samstag die Geschichte. Ich habe Duisburg zweimal gesehen, Daniel Katus hat sie gesehen, Frank Döpper hat sie gesehen. Wir werden uns besser darauf einstellen. Wir wussten heute, dass sie mit langen Bällen spielen, Fortuna, aber kamen wir irgendwie nicht so in die Zweikämpfe rein. So, und für Samstag werden wir das so machen, dass wir da das Spiel so gestalten, dass wir es gewinnen. Ich erinnere mich noch an die Pressekonferenz in Lotte. Da hast du die Stimmung angeheizt, weil du gesagt hast, jetzt steigt endlich auf. Jetzt steht Fortuna Köln ganz knapp dahinter. Wem würdest du es am Ende mehr gönnen? Ich sag, ne, das ist jetzt eine Floskel, vielleicht, dass der Bessere aufsteigen sollte, aber Lotte hat für mich in der Hinserie halt so gespielt, wie Fortuna hier heute aufgetreten ist, aggressiv gegen uns. Da haben wir auch eine hohe Niederlage eingesteckt. Lotte kommt noch zu uns, nur die müssen ja schlussendlich ihre Hausaufgaben selber machen. In dem direkten Vergleich haben sie, glaube ich, gewonnen. So, die müssen jetzt ihre Hausaufgaben machen. Was haben wir denn nach Gladbach, glaube ich, spielen die zu Hause? So, wenn die nicht gewinnen, dann wünsche ich mir auch nichts, sondern... Ja, ich glaube, wir sind heute nicht mit der zweiten Mannschaft aufgetreten, sondern schon mit unseren ersten Elf, aber es hat halt nicht gereicht. Und dann tut es mir leid irgendwo für Lotte und Fortuna es dann schlussendlich nachher packt, dann ist das so. Zum Ende der Saison ist es normal, aber man spekuliert, die Fans spekulieren über Abgänge, über Neuzugänge. Jetzt war zu lesen in einer Zeitung, Klippel vom Absprung, hätte ich muss gehen, Lebe vielleicht weg, Jule vielleicht auch. Inwiefern stört dich das, solche Diskussionen? Nein, es sind ja ganz viele Themen, die wir intern ja schon ganz lange besprochen haben, und dann schmeißt irgendwann einer euch mal so ein Zückerchen hin und dann freut er euch, was da los ist. Ich weiß doch, oder wir wissen, ob Jule beobachtet wird oder nicht, wissen wir seit wie viele Wochen. Ich könnte doch die Vereine sagen, die ihn angucken, aber das kommt halt einfach nicht raus. Und ich glaube, das war in den Siegen auch mal anders, dass das nicht rauskommt. Wir halten Stille und irgendeiner tippt dann vielleicht mal richtig oder falsch, wenn irgendwas zu berichten ist. Wir haben super Pressemann mit Daniel Schäfer, der wird dann irgendwas aufsetzen und dann werdet ihr es lesen. Aber so wie wir es machen und handhaben, machen wir es halt seit Wochen. Von daher, falls jemand gehen sollte, der weiß es schon lange, und falls jemand kommen sollte, da wissen wir es schon lange, und falls jemand beobachtet wird, wissen wir es auch schon, nur ihr halt nicht. Und das ist Gott sei Dank so und das ist gut. Und dann freue ich mich übrigens schon, wenn die Neuzugänge oder die Abgänge präsentiert werden. Oh mein Gott, die Truppe weiß es halt schon. Und das ist das Gute und wir arbeiten weiter. Und die wussten es auch schon vor Viktoria Köln, wo wir sie weggehauen haben. Ihr seid in den letzten zwei Jahren mit dieser Sache ganz gut gefahren, dass ihr da nicht alles direkt rausposaunt, wie es ja in Siegen mal war. Macht so weiter. Wir dürfen weiter spekulieren und freuen uns auf hoffentlich 3 Punkte gegen Duisburg. Ja, ich lese das auch sehr gerne, wie ihr spekuliert und dann... Wobei nicht wir das waren, die das ausmachen. Nein, ich habe es ja so gelesen, waren die Printmedien. Absolut. Absolut. Ja. So. Schönen Tag noch. Bis du nicht Samstag, ne? Nee, ich muss anderweitig tätig sein. Ja. Kommt der Adjutant. Ja. So, tschüss.